Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind bei Tag 6 in der Streamer Challenge angekommen und an diesem Tag müssen wir unsere Tasks auf Lighthouse erfüllen. Auch hier sehen die Tasks wieder ähnlich aus. Wir müssen Scavs killen, kriegen einen extra Punkt, wenn wir es mit einer spezifischen Waffe machen. In diesem Fall mit einer Bolt Action, also einer Repetierer. Und ich habe mir hier die DVL als meine Waffe gewählt, da ich sie unter den wenigen Bolt Action Rifles, die ich überhaupt spiele, tatsächlich präferiere, weil sie angenehm leise ist, wenn sie schießt. Die meisten Sniper sind tatsächlich oder Bolt Action Rifles sind tatsächlich etwas lauter, selbst wenn ein Schalli drauf ist. Und an sich ist die Waffe in der Variante DVL Saboteur leicht, gut handelbar und trotzdem präzise. Also habe ich mich an diesem Tag auch hauptsächlich auf die Jagd nach Scavs und Raidern gemacht und diese natürlich mit der DVL zu töten, um extra Punkte zu gönnen. Natürlich gab es hier auch wieder extra Punkte, wenn wir Streamer-Items lebend rausgebracht haben oder 5 Raids in a Row oder halt auch Raider, wenn wir die unter einer gewissen Distanz erledigt haben. Lighthouse ist natürlich an dieser Stelle, wie einige von euch wissen, nicht unbedingt meine Lieblingsmap und ich bin auch nicht so der Sniper-Typ. Trotzdem habe ich mich natürlich rangewagt. Gab einige Komplikationen, einige Problemstellungen, PMCs, die einen auf den Sack gingen und so weiter, sind auf jeden Fall einige interessante Raids dabei entstanden. Und die Raids vom kompletten Stream habe ich euch natürlich hier wie immer knackig zusammengefasst. Bitte wundert euch aber an dieser Stelle nicht, dass da vergleichsweise eher wenig Raids bei zusammenkommen, aber ihr wisst, ich habe nur ungefähr die Hälfte der Zeit für den kompletten Stream-Challenge-Tag zur Verfügung, wegen Privatleben, Arbeit etc. Natürlich habe ich hier mein Bestmögliches versucht, um möglichst viele Punkte abzustauben, will aber auch gar nicht weiter spoilern, also höre ich jetzt auf mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie mal ganz schön. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, hier scheint nichts zu kommen oder zu sein zumindest. Ja, es wird wahrscheinlich genauso blöd, wie ich mir es vorgestellt habe. Gegebenenfalls liegen die jetzt drüben auf dem anderen Berg drüben und snipen darüber wegen des Scary Boys. Keine Ahnung, ey. Dann bringt es halt nichts, wenn hier keine Scavs sind, ne? Dann kann ich hier noch so lange rumhängen. Ich höre nichts schreien. Ach, das. Nee. Ach, come on, ey. Naja, ich muss so gehen, als wenn ich jetzt hier ganz normal auf Lighthouse wäre, ohne dass der Rest sich darauf konzentriert, auf die Berge, um zu snipen, aber die normalen Spieler wissen ja, dass jetzt gerade die Challenge hier ist, also die werden wahrscheinlich auch die Berge abscannen wie Hulle. Dementsprechend bin ich hier eigentlich ein Affe auf dem Schleifstein.
keine Ahnung. Ich gehe jetzt zu dem scheiß Dingensstein hin. Und gucke, ob ich von da aus was auf der Straße sehe oder so. Ja, es wird spannend. Nicht. Ich warte eigentlich bloß drauf, dass hier die Leute dann herkommen, um mich wegzuflashen. Aber wir haben ein Scav. Zwei Punkte. Hey. Das wird auf jeden Fall nicht meine Map hier. Wir haben immer noch die FPS-Drops. Sobald wir durchs Visier gucken. Der Raider, boah, sorry Leute, der Raider ist auf jeden Fall nicht mehr an seinem Stand, den haben die schon weggerotzt. Der Scav einfach gewusst hat, dass ich hier um die Ecke stehe.
Okay, das waren, glaube ich, Scav-Spieler. Ja, auch für euch, sorry, Dudes. Ich glaube, jetzt ist aktuell nicht so der Zeitpunkt, auch mal auf Lighthouse zu gehen als Scav. Mal kurz einen Schlag vom Kaffee. Jeopardy. Nice, wie er sich hingeworfen hat. Ja. Er wusste halt nicht, woher es kommt. Was willst du machen, ne? Da hinten, guck mal. Selbst wenn ich jetzt drauf gehe, hat sich das gerade von den Scavs her schon gelohnt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier an dem Spot kurzzeitig mal Ruhe habe. Jetzt wahrscheinlich dann ausnutzen und so viele mitnehmen wie geht, weil wer weiß, wie viele Raids ich dazu komme, Scavs zu töten, ohne dass hier schon 5000 Leute sitzen. Aber jetzt geht's um Geduld und darum, ich trinke jetzt weiter Kaffee. Was ist denn hier los? Achso. Ich muss pinkeln. Ich denke, die meisten werden bei den Raidern und Dorf sein. Meinst du? Raider lohnt sich meiner Meinung nach das Risiko nicht, mit einer DVL oder mit einer Repetierer da so nah ranzugehen. Du weißt selbst, wie die einen wegschrotzen, ne? Aber falls die Scav-Player zugucken, Leute, es ist meine Mission. Ich kann gar nicht anders. Das erinnert mich immer noch so toll an die DayZ-Zeiten, ne? Wo du einfach gelegen hast und wusstest, irgendwann taucht wer auf. Was anderes konntest du gar nicht machen, weil bist du da weggerannt, wusstest du? Dann rennst du wahrscheinlich gerade vor dem weg, der, ne? Die kacken auf die 50 Meter und lieben mir die Punkte für die Raider. Ja. Ja, aber der... Was bringen denn die... Warte mal, was habe ich gesagt? Was bringen die Raider? Gucken wir mal kurz nach. Rogues. Ja, 2 Punkte, okay. Die geben 2 Punkte, ja. Aber trotzdem. 2 Punkte. Und dafür dahin gehen, wo alle hingehen? 2 Punkte kriege ich auch, wenn ich die DVL benutze und einen Scav töte. Also ist das der Nährwert nicht da. Weißt du, was ich meine? Du kriegst halt genauso viele Punkte. Plus, dass du halt bei den Dingern dann deine Waffe auswählen kannst. Du kannst die Raider töten, wie du möchtest. Du kriegst trotzdem 2 Punkte. War das unter mir? Verstehst du es nicht? Okay, ich verstehe es nicht. Was ich noch viel weniger verstehe, ist, wo das Buschgeräusch war. Ich weiß nicht, ob das Buschgeräusch jetzt oben bei mir war oder ganz unter mir. Ich will jetzt nicht nach vorne gucken, also oben runter. Weil wenn's ein... Da vorne. Den kriegen wir noch.
Okay, dann kriegen wir nicht mehr. Ich bin aber der Meinung, der eine Hit hätte draußen sein müssen. Jetzt gehen wir mal kurz ein Stück zurück, damit der mich hier nicht direkt aim sieht, falls er auch ein Visier hat. Können wir hier nämlich die Deckung von links nutzen. Aber es ist schon noch so, dass ich die Straße ein bisschen einsehen kann. Schade Schokolade, es wären nochmal 2 Punkte gewesen. Hat jemand Blutspritzen sehen? Habe ich ihn wenigstens getroffen? Ja, dann war das tatsächlich der Busch unter mir. Nee. Alter, wo habe ich denn gerade hingetroffen? In seine Mütze oder was, dass der nicht umfällt? Keine Ahnung, ey. In die Schulter, echt? Meinst du? Er soll sich in Sicherheit wiegen. Na komm, viel gibt's da drin nicht zu sehen. Da ist er. Er rennt noch wie ein gestochenes Huhn. Wo rennt er hin? Da unten. Ist da reingegangen. Macht der so lange da? Ah, okay. Ich sehe nicht mehr. Doch da hinten.
Eine Smoke. Jetzt ist er tot. Jetzt bin ich gleich tot. So, haben wir noch einen anderen Scav, der nachgespawnt ist? Es ist schon ein bisschen langweilig, ne? Also, ich sag mal so, es ist chillig an sich, wenn man snipen kann. Da kommst du dir vor wie bei einem Spiel, was nur zum Handen da ist. Und deine Opfer dir vor die Nase rennen sollen, so als ob keiner hier rankommt, aber... Ist bestimmt auch mal ganz cool. Mit der Geräuschkulisse fühlt sich ein bisschen an wie Arma. Aber ansonsten ist jetzt nicht unbedingt das Gameplay, was ich bevorzuge. Ich hoffe, die Player-Scavs sind nicht allzu sauer. Aber ich denke, wie gesagt, als Scav-Player würde ich, glaube ich, nicht aktuell auf Lighthouse gehen während der Challenge. Ja, was? Rechts? Nö, die Streams snipen dich dann. Wie denn? Wenn ich sie getötet habe, können sie ja nicht nochmal in den Raid als Scav. Gehen wir dann erst nochmal Begrenzung, ne? Wäre hart, wenn du als Spieler hinterher joinen könntest, ja. Und dann sagt. Den mache ich jetzt richtig weg. Apropos Essen, Trinken. 13 Minuten noch und ich glaube, es sieht... Oh, es geht. Aber wenn du dich nicht bewegst, dann geht's wohl. Aber ich muss bei 15 Energy oder so, sollte ich den Rücktritt antreten. Oder zumindest mal runtergehen. Und mal gucken, was meine Freunde dabei hatten. Vielleicht haben die ja was zu essen dabei. Aber ich werde eh bei 8 Minuten, glaube ich, Richtung, darf ich Southern? Ja, Southern Road. Dann können wir nochmal gucken, ob da vielleicht noch ein paar Scavs gespawnt sind jetzt. Weil hier hinten, das haben wir, dass beim Dorf da vielleicht noch was ist. Ist möglich, aber... Passt zu Shoreline, meinst du? Aber da... Vergleichsweise in dem Dorf, das ist halt auch nicht unbedingt immer voll, ne? Jetzt war gerade hinter mir die ganze Zeit ewig nix an Scavs, kann ja sein, dass da noch mehr sind. Ja, gut, du hast ja recht, schneller wäre es auf jeden Fall, dann könnte ich hier länger bleiben, aber... Glaube, hier spawnen jetzt aber auch keine Scavies mehr nach. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich einfach mal ein bisschen bewegen und gucken, dass wir vielleicht noch so ein paar Scavs finden. So, ich glaube, hier kann man auch runter, ne? Aber warte mal, hier drüben können noch welche sein, ne? Ich aber keinen. Okay. Naja, gut.
Ging das hier runter? Wo waren das? Ja, hier, ne? Hier. Coraculon. Der hätte durchaus gefährlich werden können. Opan. Smudge. Genji. Essen hatte bis jetzt keiner dabei. Überlege jetzt noch, ob ich kurz zu meinem Dude da unten hinrenne. Ich glaube, das mache ich auch. Der hat vielleicht schon ein bisschen vorher gelootet. Der kam erst sehr spät. Wegen Essen. Und dann kann ich mir gleich nochmal ein paar Minuten Zeit lassen. Pass zu Shoreline ist ja hier gleich. Yes, Streamer-Item. Was du zu Dollar machen kannst, würde ich mitnehmen, ja. Oh, noch ein Streamer-Item. Oi, Alter. Precision. Ansonsten sollte es gehen, oder? Ich kann jetzt ja den ganzen Scheiß noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob er das kauft. So, den anderen Dude haben wir leider nicht mehr gekriegt. Was ist denn jetzt? Sorry. Andere Straßenseite. Hm? Bei anderer Straßenseite. Geh ich ja jetzt rüber. Der hat dich geschossen. Ja, ja. Würde halt echt gern trotzdem noch Essen trinken haben. Oder eins von beiden. Nur damit ich weiß, ich kann mir Zeit lassen. Geht er nicht. Ah, shit. Noch ein Streamer-Item. Ich habe ja diesmal Glück manchmal. Oh ja, gucke.
Okay. Hier oben können halt auch noch Scavarinos sein. Da kommt man gerade mal so auf. Das Scav ist jetzt mal, der war schon tot. Oh mein Gott. Hier waren auf jeden Fall ein paar Scavs. Okay, sonst schreit hier keiner mehr. Dann gehen wir mal den Scheiß saven. Geh raus, neue Runde, neues Glück. Ja, das sieht so aus. Jojo. Die hatten nichts dabei. Ach so, scheiße, stimmt. Ich hab die jetzt gar nicht. Ups, Alter. Ja, ist egal jetzt. Die habe ich jetzt nicht gecheckt. Hast recht, hätte ich noch machen können, ja. Neue Runde, neues Glück. Das war Raid 1. Vielleicht doch ein anderes Scope benutzen? Nö, mit dem Scope bin ich an sich zufrieden. Das ist schon in Ordnung. Also jetzt lasse ich es drauf, wenn ich das nächste Mal noch kaufen muss. Okay, waren trotzdem nur 9, ne? Naja, immerhin. Warte, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, Villa, ne? Okay, scheiße. Wie renne ich am besten? Was mache ich? Bei den Villen lang oder bleibe ich weiter hinten? Und snacke mir danach die Scavs ab. Ich glaube, ich gehe links rum. Wenn hier oben jetzt noch ein Busch ist, dann nehme ich mir den kurz. Und dann gehen wir genau die andere Richtung, die die Leute halt nicht laufen. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal los. Ach so, hier ging es gar nicht weiter, genau, das war das Ding. Deswegen guckt man hier auch nicht hoch. Aber ich denke zumindest, dass das der Spawn war. Wenn ich Pech habe, liegt jetzt hier oben einer.
Hier nicht. So, wie habe ich hier nach rechts Deckung? Okay, gar nicht, aber doch habe ich voll. Das heißt, ich kann hier mal gucken. Okay. Ob wir vielleicht einen Scavy Boy schon lebend haben? Warte mal. Ne. War noch keiner. Also der ist rechts weiter gewandert. Alter, typische. Sieht noch nicht so aus, als ob hier Scavs gespawnt werden. Junge, er dreht halt richtig frei da vorne. So, selber Ausgangspunkt wie eben, oder? Ich hätte halt hier gerne nochmal ein, zwei. Hier sind ja nur auch öfter mal Scavy Boys. Beziehungsweise kann hier an der Straße halt auch ein Scav lang rennen, aber... So früh vom Raid wahrscheinlich eher weniger. Und bevor jetzt die ganzen anderen Scavs noch nachspawnen, beziehungsweise Spieler-Scavs kommen, wäre das doch ganz cool, wenn ich da schon eine Position hätte, von der ich aus das etwas einfacher habe. Ja, ich krieg halt Schaden. War doch links gerade irgendwas. Blöder Wichs. Hey. Diablo, Alter. Ich hab kein Glück mit die Viechers. Das nennt man verschärfte Bedingungen. Aha, okay. Das ist ja verschärft, ey. Kurz gucken, ob ich da irgendeine Bewegung sehe oben, aber sieht nicht danach aus. Da liegt aber ein Spieler. Und ich wahrscheinlich gleich auch.
keiner hier. Ich habe jetzt schon gedacht, wenn der da liegt, vielleicht, ne? Aber das Ding ist, wir könnten von hier... rein theoretisch gucken, ob wir den auf dem Strand, am Strand. Der Dude ist schon wieder weg. Den haben sie wohl gerade weggeknallt. Oder ich sehe den gerade noch nicht. Wo lag der? Gelootet? Ja. War daneben geschmissen, der Scheiß schon. Nee, der sitzt noch dran, oder? Ja, er sitzt noch dran, ne? Warte mal. 200 Meter. Ah, shit. Okay. War wahrscheinlich zu kurz. Aber ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Da hätte man dann natürlich auf jeden Fall ein besseres Long Range gebraucht. Waren das jetzt Schüsse auf mich? Denk dran, dass du noch auf... Ich kann nicht höher als 200 Meter. Achso, so meinst du das. Ja, ja. Vorher war ich auf 50. Das ging hier ja ganz gut. Ah, ich hoffe, der kann nicht bis hierher schießen, Alter. Jetzt ist er nicht mehr dran. Oder ist wieder weggerannt. Jetzt ist gerade auch ein bisschen neblig. Kein Scabby Boy. Ich habe das Gefühl, hier schleicht sich einer auf dem Berg an. Ich höre zwischendurch so einen Step. Ich weiß nicht, ob ihr den auch hört. So ein Steinstep, wenn einer langsam auf Steinen geht. Also. Hey Borden, moin. Schön, dass du da bist. Welcome. Welcome. Schön, schön. Wie geht's dir? Wie du siehst, machen wir Luftraumspeer in Tarkov. Bei der heutigen Challenge. So, wir können noch mal gucken, ob er jetzt wieder rangegangen ist. Ne, der ist... Doch, er sitzt wieder dran. Er sitzt wieder dran. Und wieder weg. Tarkov is a pretty good game. Ja, ich sag's dir. Auf wen hat er jetzt geschossen? Okay, da. Jesus. Also für mich nicht. Da vorne scheinen Spieler lang zu strugglen.
Jetzt ist er nicht dran. Ach, schade. Na, man braucht vielleicht ein bisschen Geduld, aber die Scavarinos bei der Bushalte spawnen gerade nicht. Das sind alles Schüsse, die sind, glaube ich, hinten im Dorf. Kommt was gerannt. Ja, ist schon ein bisschen Abfuck, ne? Er sitzt nicht mehr dran. Ich glaube, er sitzt tot. Der gute Raider. Hört sich an wie ein Scav, der da schießt. Ist das eine Mosin? Das ist eine Mosin, oder? Es ist ein bisschen blöd, dass hier keine Scavarinos spawnen. Der eine war jetzt so ein Ding. Ja, zum Glück. Wo ist denn der hin? Von wo vor allem? Das hört sich halt an, als wäre es hier einfach links irgendwo. Sag mal. Aber ich sehe auch kein Mündungsfeuer, ne? Ja, spannende Position hier. Spannende Position. Ja, wenn das jetzt aber länger so bleibt, geben wir die Position früher auf und struggeln gleich zum Dorf, dass wir hier nicht allzu viel Zeit verlieren. Macht ja keinen Sinn. Aber dass da so gar keiner kommt bei den Scavs da hinten bei der Bushalte, ist halt auch geil, ne? Entweder hast du da wirklich ein paar oder halt einfach gar keinen. Oder rennst das eine Mal da lang mit einer Kackwaffe
Und dann sind da 6 Stück, die dich da so in die Zange nehmen, dass du nicht weißt, wo oben und unten ist. Und ich möchte, würde gerne wissen, ob dieser Moosenschütze da, das klingt wie ein NPC, das schießt so regelmäßige Abstände. Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Okay, vielleicht auch doch nicht. Wer hat denn überhaupt den Nebel bestellt hier? Und wieder ein Airdrop. Letzte Runde war auch schon Airdrop. Ich denke, wir können hier gleich runter. Lull. Da hinten. Mitten auf dem Raiderfeld. So sieht's aus. Aber vielleicht ist das ja ein Anreiz für SCAF-Player, jetzt doch in diese Richtung zu rennen. Direkt so, ey, der ist da hinten runtergegangen. Schnell hinter. Also ich warte jetzt hier noch 1-2 Minuten und dann hau ich hier ab. Dann geben wir, weiß ich nicht, dann habe ich wahrscheinlich noch so viel Zeit, dann könnte ich rein theoretisch die Villen nochmal abgehen. Beziehungsweise die blaue auf jeden Fall. Villa, Dorf. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Und ich. Es ist halt hier nix, ne? Das ist so, jetzt kommt man sich halt vor wieder wie bei der Quest The Long Road. Wo man einfach diese Quest fertig haben möchte und man auf dieser Straße alles mögliche anguckt und es kommt halt einfach kein fucking Scan. Ne, ich denke nicht, dass wir hier noch was sehen. Dev-technisch. Ich kann noch mal kurz gucken, ob der Dude wieder da ist, aber ich glaube, der ist tatsächlich... Der ist wirklich tot. Wo zum Fick schießt du? Okay, auf jeden Fall kommt hier jetzt kein Scabby-Boy mehr, wie es scheint. Wir gucken jetzt noch mal nach da drüben. So, jetzt sind wir hier offen und werden erschossen. Aber manchmal kann man von hier halt auch die Scavs bei der blauen Villa draußen sehen, wenn sie zumindest gerade hier außen rumrennen. Dann kann man sie erspähen. Aber heute ist, glaube ich, Tag der...
Nee, nicht Tag der, sondern eher so, ey, scheiße. Da sind zu viele Comrades von uns draufgegangen. Der Spawn ist erstmal kurz ausgesetzt. Wir können nochmal kurz nach hinten gucken. Meine Güte, Alter. Das wäre fast ein Headshot geworden, Alter. Liegt da einer in dem drin? Ja. Hab ich kaum gesehen gerade. Okay. Oh, die FPS, ne? Alter, Leute. Schon mal so eine Dia-Show gesehen? Ich glaube, sonst ist hier jetzt nichts mehr. Ne, ich denke, ich weiß gar nicht, ob wir hier runterkommen. Vielleicht haben sie was dabei. Trinken ist schon mal gut. Hering. Jo. Na, er wird da nichts drin haben. Bandage. Gehen wir noch zu den Villen ran. Die FPS sind halt scheiße. Ob ich da noch mit was geregelt kriege, ist die andere Frage. Nee, ich denke, wir sollten
mal Richtung Pass to Shoreline gehen. So, essen, trinken. War schon wieder ganz anstrengend hier. Ich muss Munition noch auffüllen. Ach Gott, scheiße. Sodele. Vorne, Spielplatz auch nicht. Kein Schwanz. Kein Swine, meine ich natürlich. Ist er jetzt tot oder nicht? Nein, ist er nicht. Ach ja, hier komm. Looten tue ich nicht. Enden war echt keiner. Hier auch nicht. Drüben vielleicht. Ja, drüben ist einer. Aber wo? Die Frage ist jetzt, war das jetzt der Scav? Ja, es wird der gewesen sein, wenn keiner mehr auf mich schießt hier.
Fahre vorbei, Waffel. Null. Einmal daneben geschossen. Ah, der wird dich so bei haben. So, der andere stand ungefähr hier. Noch wer drin? Nö. Noch jemand hier? Hallo? Nö. Okay. Da nicht. Haben wir noch was Schönes? Oh ja. Das war doch mal nice. Naja. Ja, ist jetzt so von der Map her bisher, also vom Feeling her, nicht so mein Highlight. Um ehrlich zu sagen. Das ist jetzt so nicht der Renner, würde ich sagen. Aber mit der Bolt Action, dass ich da überhaupt was treffe, das ist schon Goodie. Ich glaube, die Scavs spielen da auch mit. Sagen, Alter, komm, der trifft gar nichts, wenn wir da nicht ein bisschen umfallen. Weißt du, so, oh, ich bin gar nicht getroffen, aber ich bin tot. So aus Kulanz. 8 Stück. Naja, ein oder zwei weniger als davor die Runde. Aber hey, Punkte sind Punkte, ne? Manchmal hast du halt so Soundfragmente. Also jetzt allein das Knirschen, was ich da gehört habe. Manchmal denkst du halt selbst, du bist total dämlich, weil das gar nicht da war. Aber du hast manchmal auch so Soundfragmente im Game, dass du das halt hörst, aber eigentlich nicht hören solltest. Es war auch so ruhig bis jetzt, nicht ein Schuss, nichts, gar nichts. Da passt du dich halt auf, woran hat sie Lehen?
Aber das Ding ist ja da drüben, ne? Da drüben sind ja die Rogue-Bosse. Wenn du da einen erschossen kriegst, kriegst du halt auch gut Punkte, ne? Mit dieser komischen Taktik, sich da so komisch hinzudübbeln und dann die einzeln nacheinander wegzuklamüsern. Der Typ, wenn der Streamer ist, dann hat er das auf jeden Fall einfach. So, ich sehe hier an unserem Punkt, wo wir die ganze Zeit schon immer hingucken, wieder mal kein Scav. Können jetzt nochmal ein Stück höher gehen hier. Ne, können wir nicht, oder? Oh, hier, nee, können wir nicht. Können auch mal hier gucken. Sehen wir noch ein bisschen mehr, aber... Wie sie sehen, sehen sie nix. Scavy, Scavy, Scavy. Ist nix da. Also, wir haben so das Glück, wenn wir hier spawnen, ist hier wirklich nada, niente, nothing an Scavs. Naja, dann gehen wir wieder runter. Können jetzt nochmal kurz hier gucken, ob wir hier in der Verlängerung vielleicht einen Scav sehen. Wir haben zumindest schon mal eine Granate ganz hinten gehört. Der Gamer! Was, links im Haus war einer? Aber wie immer erstmal herzlich willkommen. Hallo. Welcome. In welchem Haus? Hier? In dem Haus? Oha. Oder meinst du hier drin? Wie hast du das denn so schnell gesehen, oder? Meine Augen. Oder war da zum Foppen hier? Da war doch keiner drin, oder? Hihi, ja, wollte gerade sagen. Du kleiner Schlurri, du. Gamer, wie geht's dir? Alles schick? Was treibst du? Auch bei der Challenge dabei oder nur ab und zu mal am Zugucken? So, ich habe das Gefühl, ich sterbe jetzt irgendwie gleich. Es ist mir zu ruhig, als wenn noch ein paar andere Leute hier eigentlich nur warten, dass irgendwas passiert. Und ich jetzt der Typ bin, der sich bewegt. Alles fit im Schritt? Ja. Sehr schön, so muss sein. Oder war das eine Frage? Warte, ich guck kurz. Wie geht's dir da unten? Ja, ich weiß. Okay. Bisschen mockig, aber sonst geht's. Bin gerade einfach so am Durchstöbern. Okay, alles klar. Einfach so am Durchstöbern, das klingt entspannt. Habt ihr das gehört? Was war denn das gerade? Wohin? Da. Jetzt aber. Der nicht umfällt. Habe ich ihn wieder an der Schulter getroffen oder? Der lebt immer. Hör auf. Alter. Verpiss dich, Alter. Ich bin gleich tot. Ich sehe den nicht. Schön durch den Busch schießen, Alter. Na, erst habe ich mich beschwert, dass hier keiner ist und dann... Naja, wir machen mal erstmal...
ich nehme Proppy. Ich kann das heilen, während ich mir meine Arme wiederhole. Ich mich verjagte. Gamer AD, Alter, danke für deinen Follow. Ich hab mich so verjagt, Alter. Danke dir vielmals. Da ist der eine. Wo war denn, wo lag denn der andere? In welchem Busch? War das nicht der hier? Oder lebt er halt tatsächlich noch? Ne, hier ist er. Hier ist er, wollte gerade sagen, er hat einen Pilgrim auf. Okay, kann ich nichts von gebrauchen. Boah, der hat ja noch weniger dabei. Der hat ja, ja, alles klar, komm. Ja, Entschuldigung. So, jetzt haben wir zwar keinen Painkiller mehr, falls wir ihn brauchen, aber wir haben unser IFAC zumindest ein bisschen einsparen können. Ist das dein Ernst jetzt? Okay, alles klar, ist zu blöd zum Springen. Na, ich hoffe, der Grauschleier haut gleich ab von den Medikamenten hier vom Stim. Ich habe das Gefühl, ich sehe gar nichts. Wenn hier nicht ein bisschen Kontrast ist. Ein bisschen gucken, ob wir Bewegung haben da oben. Es sieht jetzt erstmal nicht danach aus.
So, erstmal sieht's hier... passt safe aus. Der Dude hängt nicht an seinem MG, Grenade Launcher. Das heißt, der wurde schon weggemacht. Aber ich sehe sonst doch schon wieder keinen Scav hier, Mann. Warum können da nicht drei Stück auf der Straße laufen gerade? Oh, jetzt kommt wieder das Sniper-Geduldsspiel. Die Schüsse sind irgendwo weiter weg. So, Essen sieht nicht mehr so gut aus. Wie viel zieht das ab? Das gibt nur Energy. Das zieht Trinken ab, also hauen wir uns mal einen Squash rein. So, energy-technisch sollten wir durchhalten. Trinken müssen wir jetzt bloß aufpassen. 61, aber das geht noch. So, jetzt auch nicht wundern. Ich muss halt die Kack-Scavs killen da mit Leben draußen. So, das ist passiert nebenher immer zum Glück. Durch die Scavs Streamer-Items noch rauszuziehen, ist eigentlich auch immer ganz cool, anstatt in die ganzen Loot-Fractions reinzurennen. Und da ich mit den Repetierern so gut bin, meide ich von vornherein hinten den Dingensbereich. Weil das schaffe ich nicht. Da könnt ihr mir nur noch beim Sterben zugucken, glaube ich. Und ein paar Punkte wollen wir ja machen, ne? Ich will ja nicht letzter werden. Das Gute an der Stelle hier, finde ich halt, muss man ja auch einfach mal so sagen, ist, dass du zu den Seiten, also nach links und hinten und teilweise sogar rechts, halt super abgedeckt bist. Und selbst wenn die unter dir langlaufen, bis die dich sehen können, hast du sie auf jeden Fall schon gehört. Sag mal, bekommst du extra Punkte für den Spot oder was? Ich kann nichts dafür, wenn der frei ist. Wenn der schon reserviert wäre, wird hier einer sitzen und mich wegmachen, aber jedes Mal sagen die, nee, gar nicht kommen. Mach's sie gemütlich. Sieh zu, dass du wenigstens ein, zwei Punkte mit in die Challenge springst. Soll ich dir sagen, ey? Du, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, auf Customs meine Runden zu drehen. Jetzt nicht unbedingt mit dem Repetierer, aber allgemein hätte ich auch gemacht. Aber auf Lighthouse, ich glaube, da spielt mir das schon ganz gut in die Karten, dass ich da wenigstens mit dem Repetierer spielen darf. Das sind Schüsse beim... beim Camp, beziehungsweise beim Dorf, würde ich sagen. Warte mal. Oh, ich dachte gerade, da liegt schon wer tot. Es sind nur Müllsäcke. Orangensaft? Fragst dich, was für Saft? Orangensaft. Geht ab. Einfach Orangensaft. Na, ja, da hinten wird geballert. Ach schon, wie oft, hier kommt ja jedes Mal ein Airdrop. Jeden Raid bis jetzt ein Airdrop. Wenn er da vorne landen würde, wäre das natürlich cool. Die Chancen stehen gar nicht mehr schlecht. Aber ich glaube, er wird ihn etwas weiter hinten absetzen, so beim Dorf hinten. Nee, noch nicht. Eins. Jetzt. Jo. Da hinten. Aber das ist... ach, das ist die Stelle hier. Müsste hier vorne runtergehen, oder? Ah, er geht, glaube ich, da auf der Kreuzung runter. Der andere ist jetzt abgehauen, aber der kommt gleich wieder. Das waren... ich dachte erst sind Spieler-Scavs, aber
So wie der andere weggerannt ist. Warte. Viele nennen es schon... Warte mal. Warte. Ich bin sofort für dich da. René. Wonanzuka. Was? Viele nennen es, finde den leersten Server-Challenge. Scaps-Farm, die Spots ablaufen. Haben viele Streamer schon abgebrochen, den Rotz. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Was willst du machen? Ich ziehe das jetzt durch, mich zu beschweren über etwas, was uns nichts gekostet hat. Es ist halt von jedem die Möglichkeit gewesen, es freiwillig zu machen, ne? Ich meine, musste nichts bezahlen. Und jeder wusste am Anfang, dass das tatsächlich mehr so ein Werbeding für Twitch wird, also beziehungsweise für Battlestate Games allgemein. Da konnte sich eigentlich jeder Streamer, der nicht mit geschlossenen Augen durch die Gegend läuft, der weiß das eigentlich. Ne? Hab dich gestern zufällig hier gefunden. Interessanter Spieler. Findest du? Also heute würdest du sagen... Oh, da war der. Nämlich jetzt rollen. So, der ist durch. Die Frage ist jetzt, wo sein Buddy ist. Da. Ja, genau. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Natürlich. Ob ich vielleicht einfach die Nate hinschmeiße? An sich, aber wenn er... Aber wenn der die killt, ja, ist egal. Ich schmeiß einfach mal die Nate hin. Freut mich auf jeden Fall, wenn es dir gefällt, René. Oder möchtest du lieber Herr der Noobs genannt werden? Freut mich, wenn du dich unterhalten fühlst. Diablo wirft die Granate. Ah, ja, gucke. Hab ich. Bist du stolz? Bist du stolz, Diablo? Ist das jetzt der gewesen von eben? Ist der nach rechts weg und dann wieder hier lang gekommen? Nee, der andere hat eine komische Mütze auf, oder? Hast du die Schüsse vom Strand gehört? Ja, habe ich. Aber ich höre ja, wenn hier jemand von hinten kommt. Oder war das vorne links? Nö. So, wir warten weiterhin auf... Den? Egal wie nie. Egal wie, René ist kürzer. Dein wievielter Wipe ist das jetzt? Unendlich, so. Frag mich nicht, kann ich zählen. Ich spiele das Spiel seit 2016, Anfang 2016 oder so. Oder Ende 2016, ich weiß es nicht. Also in dem Moment, wo es die erste Sekunde spielbar war, habe ich es gespielt. Ich habe es damals ja auch mitbekommen, bevor das überhaupt großartig publik wurde, ne? Da musste ich teilweise noch den ganzen Quatsch von Russisch übersetzen. Also nicht ich selber. Das habe ich mit einem Generator gemacht, aber...
Komme ich hier wieder hoch? Oh. Aber ich sage dir auch, wie es ist. Egal, wie viele Jahre ich das Spiel schon spiele, wenn man mir zuguckt, hat man das Gefühl, man schaut einem Anfänger zu. Also ich bin auf jeden Fall kein Jedi-Dings-Player, keine Ahnung. Teilweise habe ich auch immer noch Gear 4 nach. Und ja, ihm ist bewusst, dass er immer noch schlechter ist in dem Game. Und ja, ihm ist bewusst, dass er immer noch schlechter ist in dem Game. Das sagt übrigens der, der noch schlechter ist als ich. Also, um das einmal mal ganz kurz anzusagen. Aber wie sagt man halt immer so schön, es gibt Leute, die haben eine Lernkurve und es gibt Leute, die haben das halt nicht. Also ich kenne mich super aus in dem Spiel, so ist es nicht, aber ich würde sagen, die Zeiten mit gutem Aim und übelst schneller Reaktionszeit und so weiter, ich glaube, die darf ich irgendwo an der Pinnwand also suchen. Das kommt wohl nicht mehr wieder. Ist tatsächlich aber auch nicht mein Spielstil. Dafür ist das Flair von Tarkov viel zu sehr, dass es mich mitreißen lässt, dass ich tatsächlich da dann vorsichtig agiere oder sonst irgendwas, aber nicht einfach, keiner springen, rüberspringen, aus dem Balkon springen, Beine brechen, den Typen wegrotzen, einen Stim drücken und dann geht's noch mal weiter. Siehst du? Andere hätten ihn mit einem Schuss weggemacht. Ich brauch 3. Der ist aber auch 20 Jahre älter. Du bist 10 Jahre älter, nicht 20, du. Oh, das war's schon wieder mit der Runde. Ach, und wundert euch bitte nicht, dass ihr... wenn ihr zwischendurch nicht wisst, mit wem ich gerade rede. Ich habe Combined Chats. Also ich sehe tatsächlich einmal auch das, was auf Twitch ist und das von der anderen Streaming-Plattform, die Twitch nicht will, dass ich sie nenne. So, kommt jetzt hier noch einer nachgespawnt? Die Männer in meinem Alter spielen normalerweise nur noch Eisenbahn-Simulator. So, ich glaube, hier kommt jetzt gleich nichts mehr. Dennoch das Gefühl, ich höre oder was. Egal, wir gucken mal, ob wir hier vielleicht was kriegen. Bin erst letztes Jahr drauf gestoßen, Lernkurve extrem schnell, eine Woche Training. Was? Eine Woche Training gespielt, also nicht Online-Shooter-Spiele. Bin froh, keinen PMC zu begegnen. Achso. Extrem steil. Geil. Das ist doch gut. Du, ich sag dir das. Wichtig ist, dass du spielst, wie du es willst und nicht wie andere. Man darf sich halt auch nicht die falschen Leute angucken, ne? Ich sag mal, wenn man das Spiel halt gerne spielt und eher ruhig, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt Landmark zugucken und sich daran messen, sondern tatsächlich eher anderen Leuten. Du kannst nicht kämpfen und du bist als Jungfrau gestorben. Das ist hart. Ja, danke, danke, Diablo. Aber als Jungfrau, ich glaube, wenn er kurz mal Krümel herrufen, dann sagt die dir kurz, dass das nicht so ganz der Fall ist. Also ich kann zugeben, ich habe schon einmal gehabt. Das ist so. So, wir wandern mal kurz hier vorne rüber. Da drüben scheinen ja ein, zwei Scavies zu sein. Nehmen uns hier aber kurz wieder die Deckung mit. Gucken mal, wo der Typ jetzt hingelatscht ist. Ah, er kommt wahrscheinlich nicht nach hier vorne. Naja, ist entweder der geht hinten, glaube ich, den da ist er. Wie oft muss ich es dir noch sagen, mit der Hand zählt nicht. Ach so.
Ja, okay, dann hatte ich bisher nur ein halbes Mal. Da. So, der hat sich auch erledigt, aber ich weiß nicht, ob das der war, den ich gesehen hatte. Weil hier rechts war ja auch noch einer. Jetzt gucken wir mal, ob nach hinten hin noch was ist. Sieht nicht danach aus. Hier oben steil was zu sehen. Ein Balkon oder so. Nee. Nochmal hier drüben gucken. Nee. Ich denke nicht. Ich denke, wir gehen mal runter. Und sammeln mal kurz was ein. Oh mein Gott. Vielleicht haben sie ein paar Streamer-Items dabei. Das wäre schon ganz nice. Minuten 40. So, man muss ich aber ein bisschen hinmachen. Okay, Wasser können wir uns auf jeden Fall gönnen. Tercola. Da könnte noch was drin sein. Eine Milch. Und schon brechen die Frames wieder zusammen. Das ist so... Hab ich mich verjagt durch den Busch gerade. Wo ist denn der Dude? Irgendwo da oben. MK16. Was hat denn der geladen? Ach, oh ja, ja. So, haut mal ein Streamer-Item raus hier. Durchschnittsspieler zusehen finde ich viel besser wie Freaks zu sehen. Also kenne ich auch nicht so viel große Streamer, bei denen ich das Spiel einfach aussieht. Ja. Ja gut, man kennt schon, also ich kenne ja mittlerweile auch schon genug, aber da denke ich mir selber auch, ja okay, alles klar. Wie auch immer die das machen, ich kann das nicht. Ich kann das nicht und Einsicht ist so immer der beste Weg und so weiter, ne? Weiß Bescheid. So, den, ich glaube, den Scabby Boy, den schaffe ich den noch? Mir den zu holen, das wird knapp, glaube ich. 3 Minuten 30. Könnte vielleicht klappen, vielleicht aber auch nicht. Wo ist er denn? Nein! Ach, du hast es überlebt, du Arsch. Sack. Ich hab doch keine Zeit, Alter. Ich hab doch keine Zeit.
Kuschel! Wenn ich da drüben jetzt hinrenne, schaffe ich das nicht mehr zum Exit. Nächstes Mal früher loslaufen. Nächstes Mal früher loslaufen. Da will jemand noch ein bisschen Recoil Control kriegen. Na gut. Und wieder eingeschafft. So viele waren das jetzt, glaube ich, nicht. Das waren jetzt 6 oder 7 Scavs, glaube ich. Okay, halt. Okay. Das waren 14. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viele waren. 14 Scavs. Nice. 28 Punkte. Ist schon gut. Leider kein Streamer-Item, wäre noch cool. Hätte man nochmal pushen können, aber nö. Jetzt bin ich genau hier gespawnt. Wo ich am Anfang immer nicht hin wollte. Okay. Also beziehungsweise wo ich am Anfang hingerannt bin, um das abzuchecken. Jetzt ist vor mir ein anderer Spawn. Ich glaube, wir hängen uns hier schräg auf dem Berg, warten wieder den Spawn von da hinten ab, falls der hier langkommt. Okay, da war schon mal eine Mine. Okay. Lol, ist da jetzt gerade ein ganzes Squad in Minen gelaufen? So, wir warten jetzt mal kurz ab. Okay. Ui. Oh, ui. Ist wohl okay. Wie gesagt, falls sie jetzt von hier da vorbei wollen, dann können die kurz kommen. Ich habe keinen Bock, jemanden im Nacken zu haben. Dann habe ich sie lieber vor mir und scheuche die gleich selber auf, wenn die da oben hingehen. Also wie gesagt, wenn ihr sonst Ausrufezeichen Tasks in den Chat reinschreibt, dann kommt ihr zu dem Bild mit den Aufgaben für heute und der Punkteverteilung für heute. Ich glaube, da war gerade was, kann das sein? Alter! Super! Das ist schon mal... ein anderes Visier, ne? So, das ist jetzt die vorsichtige Spielweise. Da, kommen sie. Da ist der Spieler Spawn. Ist gerade hier auf meinen Berg mit draufgelaufen. Er rennt weiter. Oder? Da bleibt jetzt hier gerade auf dem Berg. Ich habe nicht weiter rennen hören.
Ich habe das Gefühl, der ist nicht weitergerannt. Ich glaube, der schimmelt hier oben. Aber ist mir auch egal. Bei 35 mache ich es wie eben. Dann hatten die lang genug Zeit. Dann gucke ich gleich, ob wieder Spawn da ist, wie eben. Beim Strand, auch wenn ich da gespawnt bin, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass da jetzt gleich ein Scav ist. Und dann gehe ich einfach weiter. Und wenn er da ist, dann stirbt er oder ich. Und dann ist vorbei. Dann bist du tot. Hören auch nicht mehr. Also entweder ist er weitergerannt und ich habe es einfach nur nicht gehört, oder er hängt halt immer noch da und bewegt sich selber nicht, weil er aimt oder so. Okay. Eine Bewegung könnte er hören. Scavrinos scheinen keine hier zu sein. Ich würde aber gerne nochmal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich jetzt hier was stehen lasse. Ja, Alter. MG, schieß halt. Nee. Kein Scap hier. Also weiter geht's. Hä? Da schießt gerade einer auf die fucking Rogue-Bosse, kann das sein? Oder ist es hinter mir? Ich glaube, da macht einer die Rogue-Typen, aber jetzt hat er mich mittlerweile mitbekommen, denke ich. Deswegen
Renn ich mal weiter. Gerade einen Busch hinter mir gehört, also es kann durchaus sein, dass der jetzt gerade hinter mir ist. Grüne Flair, alter Scheiße. Ich glaube, da oben komme ich jetzt erstmal nicht hin. Das Ding ist, wenn da oben eine grüne Flare ist, ne? Die brennt ja nun nicht ewig. Das heißt, es ist noch nicht lange, lange her, dass da jemand war. Und entweder gefightet hat. Ja, soll ich sagen? Rande aber. Anders geht's nicht. Gucken jetzt noch einmal durch. Gleich, wenn Armstamina wieder da ist. Ob sich wirklich nichts bewegt und dann geht's weiter. Es ist halt keine Bewegung zu sehen, ne? Egal, dann sterben wir halt, ne? Soll der Geiz. Ist hier doch keiner?
Toll. Und diesmal sitzt da oben keiner. Und den anderen Dude kann ich durch den Scheißnebel nicht sehen. Oh, Scheiße. Der da jetzt gerade die ganze Zeit feuert, der sitzt, glaube ich, hinten auf dem... Nice. Da ist ein anderer Sniper drüben. Ich hau hier wieder ab. Ja, hier macht irgendwer anders die Skills weg. Von dem anderen Hill allerdings. Ich weiß bloß nicht, wer das ist, der jetzt da in meine Richtung kommt. Irgendwer ist ja gerade gesprungen, muss ein Spieler sein. Entweder war das. Okay. Da hat der Grenade Launcher mal eben auf die Straße geschossen. Also muss ein Bier unterwegs gewesen sein, wie es scheint. Wäre natürlich zu genial, wenn das jetzt der war, der mich verfolgt hat. Und dann mal eben kurz einen Platzschuss mit. Kein Bock mehr. Also keine Ahnung, wie viele Sniper da vorne jetzt sind, die mich da auch direkt spotten. Sind auf jeden Fall ganz tolle Leute hier unterwegs. Also es sind jetzt schon mal zwei Sniper, die hier unterwegs sind. Der eine rechts auf dem Berg und der andere direkt vor mir. So wie der mich getroffen hat, kann das nur vor mir gewesen sein. Aber heftig, dass er mich direkt an dem Punkt auch vermutet hat, wo ich auch war. So, ich würde jetzt sagen, eigentlich keine Zeit verstreichen lassen, aber ich will kurz die Brust einmal kurz heilen.
Und dann gehen wir, denke ich, einfach Southern Road raus, resetten das. Versuchen noch einen guten Raid hinzubekommen. Danach. Dann habe ich hoffentlich 5 in a row. Und dann ist vorbei. Ja, der Kampf gegen Sniper ist selbst als Sniper immer richtig behindert, weil du erstmal bist, du weißt, wo der ist, ne? Der das als erstes weiß, ist meistens eine Vorteilposition, aber das ist ja logisch. Aber auf die Entfernung, den noch zu spotten, wo der ist, der hat ja beim ersten Mal schießen schon fast getroffen. Beim zweiten Mal hat er dann, ja. Dem muss ich die Chance nicht so unbedingt schnell wiedergeben. Wurde da hinten jetzt gerade geschossen? Nein. Ist auch gerade jemand rausgegangen, kurz vor mir, wie es scheint. Kurz vor mir jemand rausgegangen, Ja, das war ärgerlich. Das sind jetzt gerade mal 2 Scavs gewesen, glaube ich. Das war schlechteste Runde bis jetzt und trotzdem relativ viel Zeit reingesteckt. Ah, 2 Scavs. Das Mist. So, letzter Raid. Wo zum... Man muss auch mal bedenken, es kann ja auch sein, dass jetzt hier noch mit mir zusammen 2 Fünfer-Teams drauf sind. Und dann ist hier hinten wahrscheinlich keiner, wenn die da gerade rumballern. Ich glaube, 12 Leute können hier maximal drauf sein auf der Map. Das verringert sich dann schon, ne? Wenn natürlich alle einzeln sind, können überall wer stecken. Ah, der Nebel ist natürlich auch wieder scheiße für mich. Oh mein Gott, nein. Falsch gelaufen. Nö, auch hier nicht. Ich wusste doch, ich muss hier lang. Ich hoffe, der Regen wird halt bloß weniger und nicht mehr.
Hier sitzt halt auch sonst gerne mal wer, aber... Heute irgendwie eher weniger. Oh, ganz diesig. Alter. Oh, das wird nicht schön hier. Der kennt's ja gar nichts. Scheiße. Nee. Okay, wir gehen runter. Ich erkenne nichts aus der Entfernung. Den anderen geht es natürlich dann auch so. Es sei denn Thermal natürlich. Da erkennt man jetzt als einziges wahrscheinlich gut was. Ich glaube, ich werde die Scavs oder die Scavs erst wieder sehen, wenn sie mich anschreien. Nee, aktuell sieht es nicht so aus, als wenn wir hier Scavs kriegen. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Berg free ist. Das einzig Gute ist, dass man halt rein theoretisch questtechnisch keinen Grund hat, auf diesen Berg zu gehen. Außer für die Kills bei der Long Road. Scheiße. Gut, da vorne schießt einer. Shit, das war ein Scav und kein Player.
Skiff-Spieler. Habe ich zu spät gesehen. Ich dachte, das ist ein Spieler. Habt ihr gerade das Stöhnen gehört? War das über mir oder war ich das selber? Der schon wieder nicht umgefallen ist, ey. Wenn der Regen mal aufhören würde, ich höre halt nix. Ich höre halt durch den Regen nicht, ob da jetzt einer jumpt oder nicht. Hm.
erkenne halt gar nichts, ne? Das Wetter hätte ruhig noch mal ein bisschen besser sein können. Das ist ja monsunartig hier. Ich weiß nicht, ob ich ihn hab. Ich glaube, den habe ich. Das war auch der einzige, den ich jetzt so aus der Entfernung sehen konnte da hinten. Halt doch die Presse. Ach, come on, Alter. Keine Armstamina. Herr Loops, vielen lieben Dank für deinen Prime Sub. Vielen lieben Dank für deinen Support. Come on, Alter. Ganz ehrlich, wie haben die denn ausgehalten? Mein Gott. Gott, ey. Ja, sorry, dass ich nicht sofort angegriffen habe, aber du hast gesehen, ich habe verkackt gerade. Ich habe, glaube ich, vor mir in den Stein reingeschossen die ganze Zeit. Ich dachte erst, das sind Abpraller von den Schüssen, die die abgeben, aber es war mein eigenen. Könnte ein bisschen sein, ja? So, sind die jetzt alle tot?
Boah, FPS. Okay, ich dachte, er ist ein Spieler-Scav, der da so vorsichtig rangeht. Kein Problem, Scav-Kills sind wichtiger. Ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber... Null wo? Da. Jetzt hat er schon wieder der Arm. Dass ich den bei den FPS noch getroffen habe, alter Schwede. Wo denn? Ah, da, okay. Okay, okay. Er kommt gleich rum. Er ist doch noch hinterm Bus, oder? Wo ist der? Hä? Zangato, wo bist du, Typ? Ja, der kann auch da drüben sein. Nee, und nichtsdestotrotz, Freunde der Sonne, ich muss los.
war er denn? Ah, da unten. Okay. Ja, ja, ist gut, du hast sie auf mich eingeschossen, habe ich gesehen. Okay, das war der, aber wir müssen los. Nee, da renne ich jetzt nicht hin. Bin hier zu doll frei. Hinten hat auch die ganze Zeit noch MK18 geschossen. Lolle. Hier können halt auch Items drin sein. Mehr interessiert mich gerade nicht. Ich nehme auch nicht wirklich mehr mit. Mein Gott. Lass mich doch laufen. Och, komm. Ja, ist egal. Das war's. Keine 10 Punkte. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Junge. Siehst du? Man weiß nie, wenn es genug ist. Junge, er hat dann auch jeden Treffschuss gesetzt. Und er bleckt mir genau er bleckt mir genau den Arm in dem Moment, wo ich abdrücke, sodass ich nicht mehr auf seinem Kopf drauf bin, Alter. Ja, waren 10 Scavs, 10 Punkte gerade in Sand gesetzt, leider. Ich wäre jetzt gerne einfach noch rausgekommen, aber naja, Scavies halt, ne? Ich hasse Repetierer. Ich sag's euch.